Ja, mein Name ist Jens Gerdes. Ich bin schon seit 10 Jahren ungefähr in der Fotogruppe, also von Anfang an dabei. Und ich fotografiere schon seit meiner frühesten Jugend. Erst mit Analogkameras und habe dann später auch angefangen, mit den Digitalkameras gleich zu fotografieren. Und so meine Interessen wird man auch gleich dann an dem Bild sehen, da verbindet sich eigentlich ziemlich viel drin, sind Farben und Formen, Architektur, Landschaftsfotografie, da dann eben auch Tiere und eben die reinen Naturaufnahmen, die man da sehen kann. Also das finde ich sehr spannend. Und da bin ich dann häufiger auch unterwegs und fotografiere Lost Places. Das sind also so Orte, wo alte Gebäude stehen, da stehen dann Burgen oder alte Fabriken, Flughäfen sind da auch. Da fotografiere ich auch recht gerne und da ist eben in Berlin sehr schön, weil es da organisierte Touren gibt. Da kann man dann also hingehen und den ganzen Tag unterwegs sein, ungestört in diesen Gebäuden. Und das Bild, das ich mitgebracht habe, das ist aus den Heilstätten Beditz. Das ist also eine Lungenheilstätte früher gewesen, wo erst Frauen, Kinder und später dann auch Männer hingebracht wurden, wenn sie da Probleme hatten. Und diese Beditzer Heilstätten, die bestehen aus ziemlich vielen Gebäuden. Das sind dann Schlafsäle, Küchensäle, Veranstaltungsräume, wo die Leute sich dann abends mal ein bisschen die Zeit vertreiben konnten. Tanz und ähnliches fand da statt. Und diese Aufnahme ist eben aus dem Treppenhaus in einem Gebäude, in dem die Kantine und die Küche untergebracht war. Und ich bin da eben lang gegangen. Das ist eben so das Spannende. Man entdeckt dann auf einmal Motive, von denen man vorher gar nicht erwartet hätte, dass es das da gibt. Und das war eben ein Treppenhaus in diesem Bereich. Und das fand ich so faszinierend, weil da verschiedene Lichtsituationen in dieses Gebäude oder in dieses Treppenhaus hineinkamen. Also von oben durch das Dach, das nicht mehr vorhanden war, kam das Tageslicht dann rein. Das schimmerte so ein bisschen blau. Und von innen drin kam so warmes, orangefarbenes Licht. Und dann hatte ich mich eben so positioniert, dass man diesen Verlauf des Treppenhauses sehr schön sehen kann, aber eben auch so die beiden Lichtquellen. Und ich habe das eben so aufgenommen, dass die Drittelgestaltung des Bildes da war, also im linken Teil ein Drittel warm orange und das Treppenhaus eben komplett mit dem blauen Licht. Und da das eine Innenaufnahme ist und man bei Lost Places aufgrund dieser Lichtverhältnisse der sehr hohe Dynamikumfänge hat, habe ich da eben ein sogenanntes HDR, High Dynamic Range Bild, draus gemacht. Das bedeutet also, man macht 3 Aufnahmen und diese 3 Aufnahmen werden einmal normal belichtet, einmal dann, dass diese hellen Partien rauskommen und die dunklen Partien dann rauskommen, dann wird das zusammengerechnet und dann habe ich das Ganze eben in Lightroom bearbeitet und das ist eben ziemlich spannend. Man muss immer gut gucken und aufpassen, wenn man da lang geht, dass einem da eben nichts passiert, weil es eben doch ältere Gebäude sind. Aber das ist eben sehr spannend und gerade wenn man mit mehreren Leuten unterwegs ist, dann sieht der ein oder andere dann doch immer wieder ein anderes Motiv und so sind wir da eben auch drauf gekommen. Das fasziniert mich eben daran, gerade eben die Farben und die Architektur an dem Gebäude. Ja, vielen Dank.